So, da sind wir auch wieder zurück bei Gothic 2, die Nacht des Raben, Part 45. Gut, dass du kommst. Wir haben neue Erkenntnisse, die wir dir mitteilen müssen. Dann lass mal hören. Die versunkene Stadt trug einst den Namen Jakendar. Es gab 5 Herrscher in dieser Stadt, die sich die Macht über ihr Volk teilten. Jeder dieser Herrscher hatte ein Herrenhaus, in dem er lebte und wo er seine Habe aufbewahrte. Das haben wir ja schon gesehen. Auf deiner Suche nach den Reliquien der alten Kultur scheint es daher unerlässlich, dass du diese Herrenhäuser durchsuchst. Wo soll ich nach diesen Herrenhäusern suchen? Riordian hat sich mit der Struktur der Gebäude von Jakendar beschäftigt. Er wird dir sagen, wo du nach den Herrenhäusern suchen sollst. Gut. Was ist, wenn es diese Herrenhäuser gar nicht mehr gibt? Wenn du die Häuser nicht finden kannst, dann sind sie vermutlich mit der Stadt untergegangen. Doch sollte es sie noch geben, wäre das von unschätzbarem Wert für unsere Studie. Welches arme Schwein habt ihr in den Sumpf geschickt? Sein Name war Lance. Ich fürchte, er ist nicht sehr weit gekommen. Nefarius erzählte mir von einer Flut. Es steht geschrieben, dass Adanos selbst vom Himmel herabstieg, um die Ungläubigen zu strafen und sie ins Reich der Toten zu verbannen. Entfacht von seinem heiligen Zorn ließ er das Meer auf die Erbauer dieser Stadt herabfallen und fegte sie hinfort. Der Sumpf im Osten ist noch ein Zeuge dieser Ereignisse der Vergangenheit. Was kann Adanos so zornig gemacht haben? Der Tempel dieser Stadt war einst ein großes, strahlendes Bauwerk. Alle verehrten ihn und beteten zu unserem Gott Adanos. Rademis, der Sohn des Feldherrn Quahodron, entweihte den Tempel. Einer nach dem anderen verfiel daraufhin dem Bösen. Ich vermute, das konnte Adanos ihnen nicht verzeihen und seine Rache kam über das Land. Umso wichtiger ist es, dass wir Raven aufhalten. Er ist im Begriff, genau das Gleiche zu tun. Kannst du mir die Kreise der Magie beibringen? Du bist ein Magier des Feuers. Was wird denn wohl Pyrokar dazu sagen? Das muss ja niemand wissen. Ich sehe, dass es dir ernst damit ist. Also werde ich deiner Bitte entsprechen. Sollte ich jedoch den Eindruck bekommen, dass ich unser Wissen in die falschen Hände lege, wirst du nicht mehr mit meiner Hilfe rechnen können. Du enttäuscht mich also besser nicht. Wo werde ich eine Banditenrüstung finden, die mir passt? Im Westen scheint es ein Lager der Piraten zu geben. Soviel wir wissen, stehen sie in Kontakt mit den Banditen. Ich denke nicht, dass sie dich angreifen werden, wenn du zu ihnen gehst. Vielleicht kannst du bei ihnen Hilfe finden. Wegen der Reliquien. Ich denke, ich habe ja was für dich. Diese Art von Steintafeln kennen wir bereits. Die bringen uns jetzt nicht weiter. Es muss noch mehr geben als das. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Diese Tafel fand ich in einem Gebäude im Süden. Ah, eine Tafel der Totenwächter. Sie waren es, die die Geister ihrer Verstorbenen beschworen. Die Verbindung zu ihren Ahnen war bei den Erbauern sehr stark. Sehr gut. Das Bild dieser Stadt wird schon klarer. Aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Wofür braucht ihr diese 5 Steintafeln? Die Aufzeichnungen, die wir hier in der Ruine finden können, sind unvollständig. Aber die Niederschriften der Erbauer sprechen von 5 Herrschern, die diese Stadt regierten. Jeder dieser Herrscher hatte eine dieser Tafeln als ein Symbol seiner Herrschaft. Ich denke, diese Tafeln sind der Schlüssel zu unseren Fragen. Wegen Raven. Hast du etwas Neues zu berichten? Bisher noch nicht. Ich rate dir nur, diesen Raven nicht zu unterschätzen, hörst du? Adanos möge dich schützen. Gut, Saturas hat uns jetzt einiges über über Jakendar erzählt. Das ist gut. Vielleicht reagieren die anderen Wassermagier darauf noch ein bisschen. Nee.
Hey! Saturas schickt mich. Ich soll die 5 Herrenhäuser von Jarkandar durchsuchen. Ich habe lange dafür gebraucht, aus den Niederschriften der Erbauer den Standort der Herrenhäuser zu finden. Aber jetzt kann ich es dir genau sagen. Mhm. Wo finde ich die 5 Herrenhäuser? Das Haus der Gelehrten ist eine große Bibliothek. Sie muss irgendwo weit im Norden sein. Das Haus der Krieger war damals eine von Felsen umringte Festung im Osten. Die Priester und die Totenwächter hatten ihre Behausung nahe beieinander. Du solltest sie im Südwesten finden. Und die Heiler hatten ihr Haus der Genesung im Südosten. Wenn diese Häuser noch stehen, dann wirst du sie an ihrer Bauweise erkennen. Sie sind erhöht. Eine steile Treppe führt in den von hohen Säulen verdeckten Eingang. Wegen der Herrenhäuser. Ja. Das Haus der Totenwächter wird beherrscht von der Macht des Bösen. Ich glaube, ich habe selten so viele Zombies auf einem Haufen gesehen. Das ist bedauerlich. Die Totenwächter wurden offenbar Opfer ihrer speziellen Fähigkeiten. Ihre Verbundenheit zur Totenwelt hat ihnen schwer geschadet. Ich hoffe, du hast sie von ihrem Leid erlösen können. Gut, der Riordian hat darüber reagiert. Haben wir eigentlich wieder einen weiteren Fokus? Ja, haben wir. Gut. Dann werden wir nämlich in das Haus der Priester wahrscheinlich gehen. Es wird wahrscheinlich hier sein, in diesem Bereich, wenn ich da weitergehe. Oder hier. Ich möchte mich an den anschleichen, aber vorher speichere ich nochmal. Super, aber bevor ich jetzt hier noch rumeier, will ich mal gucken, ob der irgendwie noch was machen kann. Ah, der ist was am Braten. No, Vollidiot. Jetzt die Frage, ist er sauer, wenn wir hier? Nee? Okay, dann nicht. Hast du nichts dagegen, wenn ich... Lieber Eremit. Nee? Dann will ich mal speichern, mal gucken, ob er was dagegen hat, wenn ich... an seine Truhe gehe. Oh, die ist gar nicht abgeschlossen. Okay. Nehme ich das einfach mal mit. So wie es aussieht, ist es dem Schnurz egal. Dafür hat er unsere Ratten platt gemacht. Das wollte ich eigentlich nicht. Naja, dafür haben wir seine Scavenger platt gemacht. Also von daher. Wir könnten hier links lang oder wir könnten hier lang. Ist die Frage, wo will ich lang? Hier geht es ja nicht wirklich weit. Na, dann kommt mal her. Haha, da Jacken. Und da wird ein... Ja, da wurde ein schwarzer Goblin gejagt. Geil. So, hier war wohl ein Jäger unterwegs. Er ist wahrscheinlich selbst zum Gejagten geworden.
glaube, viel mehr gibt es hier jetzt auch gar nicht. Gehen eigentlich mittlerweile. Ich weiß gar nicht, was ist hier, was gibt es denn hier so noch alles? Hier hoch möchte ich noch nicht. Nicht zu plündern. Hallo Blutfliege, tschüss Blutfliege. Nicht so... Wow! Ganz vorsichtig. Jo. Ich will mal in diese Höhle reinschnuppern. Mal gucken, ob die unser Tod sein wird oder nicht. Skelett. Hab schon gesehen. Wenn es nur eins ist, ist es okay, aber ich glaube, es sind mehrere. Kriege ich das irgendwie hin? Gut, kriege ich aber hin, wenn es nur eins ist. Ganz langsam, ich will nur eins triggern. Ich würde aber gerne... Ja, die Skelette sind schon echt ordentlich. Nee. Okay. Die muss ich irgendwie mit Feuer schwächen. Vielleicht kann ich die ein bisschen austricksen. Kommt her. Mist. Schaffe ich so nicht. Nur einer, das ist der Geschwächte, ja. Ach scheiße, ich hasse das, weil die zwei Hände in der Hand haben. Ich krieg die aber noch. Ich möchte die auf jeden Fall besiegen. Wenn es nur eins ist, ist es kein Problem.
So, jetzt laufe ich eine Zeit lang weg. Der läuft wieder zurück, das ist super. Ich glaube auch nicht, dass die Skelette Chance haben, sich zu heilen. Der ist hinüber. Kriege ich aber hin. Boah. Wir haben es geschafft. Ich werde mich gleich nochmal zu dem Eremiten legen. Puh, Notiz an mich. Immer schön aufpassen. Oh, Lebensenergie, das hat sich gelohnt. Lebensenergie ist natürlich sehr nice. Perfekt. Wie viel Lebensenergie haben wir denn jetzt? Boah, 469. Jo, das kann sich von meiner Seite aus sehen lassen. Ah, das hier ist einfach schön. Mir gefällt sie in der Eternal. Wenn es hier Respawn geben würde und das so ein MMO wäre, ich würde hier, also im MMO würde ich hier die ganze Zeit irgendwie mir so ein Hütchen, doch, würde ich so machen. Ein bisschen abfarmen, ein paar Tränke brauen. All das, was man so braucht. Gut, hier, das haben wir abgeklappert. Da geht es noch nach oben. Ist die Frage, möchte ich da hoch? Ich glaube, ich weiß, was da ist. Ah, gucken wir uns einfach mal an. Gucken wir es uns einfach an. Ja, das ist never den. Hallo. Hab ich beim Mal gestört? Sorry. Hat der Snapper den schwarzen Goblin geknallt. Gekrallt, nicht geknallt. Ich glaube, hier geht's wieder zurück. Wenn mich nichts... Wenn ich mich nicht irre... Genau. Da geht's da lang, aber da werden wir später noch... wie heißt's? Wenn wir später noch lang laufen. Weidenbeere. Weidenbeere. Oh, hier gibt's einiges an Pflanzen. Den Weg möchte ich noch nicht lang gehen. Gibt's hier nicht. Aber ein bisschen schwach, finde ich. Ach, die Waldbären und die Weidenbären sehen alle so ähnlich aus, genauso wie die Goblinbären. Das ist sau nervig. Wir haben noch einen Kronstöckel aktuell. Die Frage ist, was machen wir damit? Wollen wir den wirklich aufheben, bis wir noch eine Drachenwurzel finden? Oder... Wollen wir gucken, dass wir uns, obwohl wir haben glaube ich nur Dingsbums gelernt, Stärke-Elixier. Wir können ja noch Mana-Elixier haben wir noch gemacht, stimmt.
Haben wir das gelernt? Ich glaube nicht. Aber mit dem Kronstöppel könnten wir eigentlich... Feuerwurzel könnten uns bei Dingsbums eine... Na, kommt her. Alter, die ist, glaube ich, blöden Harpien, haut ab! Die nerven, vor allem droppen die nichts. Die kriegen zwar gut Damage, aber Leute... Puh! Alter, das musst du dir mal geben, die hat uns richtig platt gemacht jetzt. Mit dem Troll möchte ich mich eigentlich ungern anlegen. Hier speichere ich mal, weil ich weiß nicht, ob wir 3 Harpien überleben. 2 haben wir gerade so überlebt. Die Viecher gehen mir auf den Sack. Vor allem... Die können uns angreifen. Oh Mann. Hallo, es wäre schön. Ja, es war klar. Es wäre schön, wenn die nicht über uns laufen würden, sondern mit uns. Dass wir die wenigstens treffen. Ich probiere es nochmal. Ach, da habe ich nicht so viele Feuerpfeile getroffen. Na komm her. So, endlich. Ah, das war okay. Der Troll da gefällt mir nicht so wirklich. Vor allem, weil wir nichts machen können, um den zu schwächen. Hier kommen wir hoch, super. Vielleicht können wir den Troll ja hier so ein bisschen abärgern. Weißt du, hier so ein bisschen hochlocken, sodass er nichts machen kann. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Boah, ich trinke viel zu viel Zeug. Normalerweise müsste ich nochmal zum Eremiten zurückgehen. Okay, da hoch schafft das, aber schafft das auch hier hoch? Dann komm mal her. Ach Mist. Da ruhig unten bleiben. Ja, das hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Damage macht er nicht, aber...
vielleicht schaffe ich es hier. Schön, dass der mich kriegt, wenn er auf den Boden haut, aber ich krieg den nicht. Ich probiere das mal. Ich könnte natürlich probieren. Haha. Was du kannst, kann ich auch. Ich kann auch glitschen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich den Part nennen soll. Na, die sind ja kein Problem. Ja. Der kriegt ein Bitschleppen und ist die Sache gegessen. Der kriegt ein paar mehr. Dann ist Ruhe im Karton. Puh. Ja, die Umgebung genutzt. Eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Trollfell. Jetzt können wir uns mal hier in Ruhe umgucken. Das wird aber später noch... Wir müssen sowieso später hier hin, also von daher. Alte Steintafel. Steintafel der Stärke. Nice. Wie viel Stärke haben wir denn jetzt? 81? Nö, 95, 85. Die Frage ist, wie viel gibt die? 82. Zwei Stärkepunkte zu wenig. Auf der anderen Seite 50, 60. Wir müssen noch ein bisschen Stärke uns hier zu eigen machen. Das ist ein Zombie, ja, ne? Ja, Zombie ist ja kein Problem. Natürlich nichts zu holen. Aber so weit war ich da noch gar nicht. Ich will doch nichts machen. Ich will hier nur alles plündern. Links, rechts, rechts, links, rechts. Super. Ja, hier haben wir später noch was zu tun. Schick. Kohle. Nice. Das war wahrscheinlich die Überbleibsel. Ah, hier. Magischer Brust. Magische Armbrust und magischer Bolzen. Ist nur schade, dass wir da so begrenzt Munition haben. Weil die ist richtig mächtig. 75 Stärke braucht die, aber dafür 200 Damage. Da gibt es ja noch irgendwie einen Glitch, die musst du einem Händler verkaufen, genauso wie Bolzen, dann trägt er die und dann kannst du die immer wieder Bolzen von dem kaufen. Allerdings bin ich mir nicht ganz so sicher, wie der Trick so genau funktioniert. Aber die Frage ist, wie viel will der die wieder zurückhaben? 2000. Dadurch musst du den verkaufen, auch ein paar Bolzen. Und dann muss der Händler die irgendwie anlegen und dann verkauft er dir immer irgendwie magische Bolzen. Dann kannst du die immer von dem kaufen. Die Frage ist nur, wie kriegst du dann die magische Armbrust wieder zurück? So ungefähr.
läuft das dann. So, das haben wir alles. Hier waren wir auch schon. Wir haben kaum, ich habe kaum noch Mana. Also wir. Dann gehen wir nochmal zum Eremiten zurück, eine Runde pennen. Dann kann ich auch den Part schon mal beenden und mache dann mit dem nächsten gleich weiter. Weil dann gehe ich nämlich hier links weiter, also geradeaus jetzt, bei dieser Zweigung links weiter. Also nicht hier, von hier kamen wir ja, sondern hier. Und gucken wir mal, was wir da finden. Genießt du deinen Käse, mein Freund, hast du dir verdient. Ich lege mich nur ganz kurz pennen. So, bis dahin, macht's gut.